Wir stehen nun bei Dieter Müller, der erstmals seit 2008 wieder auf dem Fahrersitz sitzt und nicht auf dem Beifahrer. Dieter, wie ist es zurück auf der richtigen Seite des Wagens? Also ich muss sagen, erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man muss erstmal wieder in seinen Rhythmus kommen, um ganz vorne wieder mitfahren zu können. Du hast ja 35 Jahre Motorsporterfahrung hinter dir. Waren die Eingewöhnungsprobleme dann wirklich sehr groß oder wie lange hat es ungefähr gedauert, bis du wieder vollkommen in dem Rhythmus der letzten 30 Jahre quasi wieder drin warst? Also gestern hat es genau 2 Heats gedauert und da war ich meiner Meinung gleich wieder dran. Also da beim dritten Mal freies Training oder vielmehr zweiten Mal freies Training lief es schon relativ gut. Gut für dich selber, aber scheinbar hattet ihr ein paar Probleme mit dem Wagen. Was genau stimmte nicht? Einmal hatten wir Probleme mit der Lichtmaschine. Also wir hatten, die hatten nicht mehr die Batterie geladen. Und dadurch wurde der Strom immer weniger. Und da wir einige Stromabnehmer haben, zum Beispiel Pumpen und so weiter, wurde der Strom zu wenig und die Leistung fiel ab. Hat euch das weit im Zeitplan zurückgeworfen oder kalkuliert man so etwas in den beiden Renntagen ein, dass man genug Zeit hat, das zu fixen? Schlecht, das so mal eben zu fixen. Also wir haben ja auch nicht so viele Möglichkeiten hier, um das mal eben so schnell fertig zu kriegen. Also der Rennsamstag aus technischer Sicht nicht unbedingt berauschend gelaufen, aber auch der Rennsonntag ist jetzt nicht optimal gestartet. Was sind es diesmal für Probleme? Ist es wieder die Lichtmaschine? Nee, also der Rennsonntag, der war eher sehr durchwachsen. Also das lief gar nicht. Und zwar haben wir einmal Probleme mit den Reifen. Die passen überhaupt nicht zu dem Auto. Und zweitens hatten wir dann noch Probleme mit dem Getriebe. Wir kriegten den ersten und zweiten Gang nicht mehr rein. Und dadurch musste ich leider aufhören. Also keine Möglichkeiten, die Probleme am Getriebe zu beheben? Nein, also das Getriebe jetzt hier auszubauen ist ziemlich unmöglich, weil es ist ziemlich schwer und wir haben die Möglichkeiten nicht dafür. Hat es euch denn trotzdem Spaß gemacht hier am Acering? Viele Fahrer haben von der Atmosphäre geschwärmt, dass es schön ist, wieder hier zu sein beim ersten Meisterschaftslauf. Könnt ihr das denn bestätigen oder überwiegt eher der Frust? Nein, das ist der Acering ist meine Hausstrecke. Ich wohne hier ein paar Kilometer von weg und also es war schon wieder recht schön, muss ich sagen. Also ihr hattet auch euren Spaß, das ist schön zu hören. Eine letzte Frage noch. Beim nächsten Meisterschaftslauf geht es nach Gründau. In Gründau konntest du ja schon große Erfolge feiern. Erzähl mal ein bisschen von dir und der Strecke. Da steckt was dahinter. Also Gründau kenne ich so genau. Also da bin ich damals gefahren, noch in der Rallycross-Trophy. Und da ging das nach Rallye-Reglement. Ich habe sogar bis zum Ziel einmal das Auto hochgeschoben, nur um Punkte zu kriegen. Also ihr geht auf jeden Fall mit Herzblut dran. Dann seid ihr optimistisch, was Gründau angeht, denke ich mal. Ja, wie Gründau da sein werden, kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Wir müssen erst mal sehen, was jetzt hier passiert. Wir fahren bei Schumacher Racing und wir werden sehen, wie es jetzt so weitergeht. Wie es mit dem Getriebe weitergeht, ob das ein größerer Schaden ist oder ob es ein kleinerer Schaden ist. Wir müssen abwarten. Okay, schauen wir mal. Wünsche mir viel Erfolg, dass ihr dann auch an Pfingsten ist es ja dabei sein könnt. Dankeschön, Dieter. Ich danke auch. Deutsche Rallycross-Meisterschaft 2014, endlich geht sie los. Mann, oh Mann, war das eine lange...